Liebe Eisenbahnfreunde, heute sind wir hier, Max und ich, am Wörlitzer Bahnhof. Wir machen heute zum vierten Mal den Tag des offenen Denkmals. Da ist dieses Gebäude geöffnet und dieser Bahnhof wurde 1894 für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn eröffnet, ist heute im Besitz des Umweltbundesamtes, ist originalgetreu wieder hergerichtet worden. Und damit die Kamera nicht nass wird, würde ich sagen, holt mal der Kameramann jetzt das Gerät. Und wir haben hier mal ein paar Sachen aufgebaut. Ich muss dazu sagen, wir machen alles ohne Schnitt, also es kann mal ein bisschen wackeln und ein Versprecher dabei sein, das ist alles live. Wir haben hier einige Signale hingestellt, einige Lichtsignale und einen Signalflügel. Hier haben wir ein Streckentelefon, da kann man richtig drehen. Da melden sich dann auch Leute, die meisten haben immer Angst und erschrecken sich, wenn sich da wirklich jemand meldet. Dann gehen wir mal hier rein. Wir haben hier natürlich auch Tafeln aufgebaut, die die Geschichte der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn zeigen. Haben hier, das ist vielleicht interessant, mal ein Lichtsignal, das haben wir jetzt leider nicht an. Das ist hier für die Formsignale, wo früher die Gasflaschen hingen, ist das jetzt gemacht worden hier mit Leuchtdioden. Und hier haben wir mal eine solche Telefonanlage. Da kann man mal reingucken, wie so ein Kurbeltelefon von innen aussieht. Diese Telefone sind heute noch in Benutzung. Dort an Strecken, wo Berge sind, wie zum Beispiel bei der Erzgebirgsbahn, wo Funkverkehr nicht funktioniert, gibt es das heute noch. Hier ein Lichtzwergsignal der Deutschen Reichsbahn für den Rangierbetrieb, eine Weichenlaterne. Wir sehen auch, wie spät es ist. Und vielleicht kann der Kameramann mal zeigen, hier, wie wunderschön das wieder gemacht worden ist hier. So war es früher, also Leute, die das von früher kennen, die sagen, ja, so war es. Das ist alles wieder naturgetreu, originalgetreu, so restauriert worden. Heute sind hier Büros für das Umweltbundesamt drin. Das Amt, das das Gebäude auch pflegt und gut erhält. Und wir gehen mal hier in eines der Büros, was natürlich auch voll ist mit Eisenbahnutensilien. Also hier ist ein Modellnachbau der Brücke, der Signalbrücke aus Bad Harzburg. Da drüben sehen wir ein Geburtstagsgeschenk. Das ist ein Gleichsperrsignal. Die Untergebenen, ich muss das als Oberrat nicht wissen, aber meine Untergebenen wissen das. Das kann man auch hier umschalten. So, jetzt ist Stopp, denke ich mal. Ja, dann haben wir hier Bilder vom Bahnstromwerk Mulmstein. Hier haben wir eine Schautafel, die zeigt das Gelände hier von 1994, wie der Wörlitzer Bahnhof mal aussah. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen mit auf den Film bekommen hier. So sah es mal von der Brücke aus. Wer das jetzt kennt von heute, also ist alles Geschichte. Dann haben wir hier auch ein bisschen Werbung. Waggonbau der DDR. Sehr exotisch das Plakat, wie ich finde hier. Und hier hat der Kameramann einige Modellsignale nach Originalsignalen nachgebaut, ist nun schon aus verschiedenen Jahren alt. Und ja, die haben wir hier ausgestellt und die sind alle nach echten Vorbildern empfunden. Bis wann sind denn die hier Züge? Die Züge fuhren bis 1968 und dann hat man 1982 hat man wieder aufgenommen, für touristische Zwecke betrieben bis Anfang der 90er Jahre. Und da wurde das näher zugemacht. Also der Bahnhof war eh zu seit 68, da war Kraftverkehr drin, hier war VW Kraftverkehr und auch als Wohnung hier oben. Und, aber die Züge fuhren dann 82 wieder hier ab. Und bis Anfang der 90er Jahre, ich weiß ja auch nicht in meinem Kopf, wann denn das vom Hauptbahnhof ablief. Ja, ja. Aber wurde nicht mehr als Bahnhof genutzt. Mhm. Ja. Ja. Aber es ist eben schön, dass das hier das Amt jetzt hat und ja, ja, das auch nutzen kann. Und ja, dass eigentlich der Nachwelt erhalten bleibt. Ja, und die Leute, die hier kommen von früher, die es erkennen, sagen, Mensch, das ist ja wie früher, ja, viel schöner. Ja, schön war es. Ja, hier sind hier eine Schautafel, hier die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn noch Vorkriegszeit.
habe ich noch alles auf Originalfotos hier, natürlich nur die Kopien. In jedem Dienstzimmer sollte eigentlich hängen ein Bild von unserer Kanzlerin. Das habe ich, dieser Pflicht habe ich hiermit Genüge getan. Und das kann sich jemand vielleicht mal durchlesen und dann entscheiden, ob es nun wirklich ein Unrechtsstaat war oder nicht. Ich sage hier eindeutig ja aus Eisenbahner Sicht. Ja, hier ist noch eine Schautafel aus der Nachkriegszeit. Wir sehen, es gab sogar Unfälle. Hier ist eine Lok 1966 zu schnell gefahren und aus den Schienen gesprungen oder umgekippt in der Kurve. Und hier sehen wir mal einen Preis, damals noch in D-Mark, also DDR-D-Mark aus den 60er Jahren hier. So, auf dem Tisch haben wir hier einige, ja, in Anführungsstrichen moderne Telefone, einige Bilder liegen und haben hier einen Induktor, eine Leihgabe des Schulmuseums aus der Mauerschule. Das ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts verwendete man sowas, um solche alte Glocken hier zum Läuten zu bringen. Und da hat man dann dem Bahnwärter angekündigt, aus welcher Richtung der Zug kam. Das hörte der dann am Schlag, am Klang und am Schlag. Und hier zum Beispiel Heideburg, zweimal läuten. Ich habe jetzt anstelle des Läutwerkes ein Messgerät. Der Messbereich ist 150 Volt. Heideburg, ich drücke hier drauf und dann sehen, Messbereich 150 Volt. Also ich müsste jetzt zweimal drehen. Einmal, zweimal, das ist das richtige Signal. Heidelberg gibt es ja schon lange nicht mehr, die Bahnstation. Und wenn ich dann deshalb den Hauptbahnhof rufen wollte, einmal läuten, muss ich hier drauf drücken. Okay, hier das Signal raus. Der Kameramann kann ja vielleicht mal anfassen und demonstrieren, dass es funktioniert. Und dann wären wir jetzt eigentlich hier... Nein! Mensch, es geht ja noch weiter. Wir gehen mal raus. Halt! Kommen Sie mal her! Vor dem Hinaustreten beliebt man die Kleider zu ordnen. Das war eine Aufforderung für das Personal, dass sie dann nicht schlampig rumgerannt sind. Es waren ja immerhin Respektspersonen und die sollten ja auch den Leuten dann, jetzt eine Regieanweisung, und sollten ja auch den Leuten dann ordentlich gegenübertreten, dass sie vor ihnen noch Achtung hatten. So, ja, hier haben wir noch, ach, was haben wir denn hier noch? Einen geretteten Signalflügel. Man könnte ja einfach mal sehen, was hier noch alles so dranhängt. Also das Ding ist echt schwer. Das Blech hält sich in Grenzen. Also, ja. Das ist ja echt, hat echt Gewicht. Hier ein Indusi-Magnet, der an den Schienen ist. Das ist so ein Signal, wenn ein Signal auf Rot ist, dass jetzt dem Zug auch signalisiert wird, dass er stehen bleibt. So, jetzt ordentlich die Kleidung. Wir gehen nach draußen. Dann haben wir auch noch Tafeln. Wir haben hier ein Schild, ein Rangierschild, was wir wieder hergerichtet haben. Dann haben wir hier eine Vorsignaltafel. Da sind wir ganz stolz drauf, dass wir die organisiert haben. Halt den Motor kurz. So, der Kameramann. Da kümmert sich jetzt um die Gäste, es geht weiter. Und hier haben wir einen Richtungsanzeiger. Das könnte jetzt Berlin heißen. Ich schalte mal um, ich weiß nicht, ob die Richtung herfahre. Und ich weiß es nicht, das P, was das sein könnte. Gut, okay, vielleicht weiß es jemand, kann sich melden. Und hier haben wir noch ein modernes Telefon hier, auch bei der Bahn natürlich dasselbe, man kann ja dran drehen. Und dann kann man sich auch damit verständigen, kann man dran jetzt. So, dann gehen wir mal zur Legobahn. So, ich würde sagen, ich übergebe jetzt mal. Und
Sie sehen, dass auch selbst diese alte Jugend damit spielt. Reife Jugend heißt das. Reife Jugend. Oh, die Bahn will nicht mehr. Ich mach. Das ist aber schon total gut. Also die junge Jugend beherrscht es nicht besser. Also, das ist ein Fabrizio. Einer letzten Ort, Baureihe 1103. Jetzt kommt noch ein weiterer, das ist für Stockzug mit einer mit Miller im Einsatz. So, es gibt zu dieser Lego-Bahn auch auf unserem Kanal, gibt es auch noch eine Führerstandsmitfahrt hier auf diesem Kanal. Da müsst ihr euch mal durchhangeln. Die Batterie neigt sich dem Ende und ich würde sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal.